Idioten dahinter aufpassen. Ja? Thank you.
Auch bei den Mädchen und den Zuschauern für die tolle Unterstützung. Schönen Abend noch.
Ja, Holger, ihr habt gerade im Prinzip das achte Finale gegen Nürnberg gewonnen mit 7-2. Deine Meinung zum Spiel kurz? Ja, war eine enge Kiste. Insbesondere die erste Halbzeit hat Nürnberg das sehr, sehr gut gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir uns so präsentiert haben, wie ich mir das nicht vorgestellt habe. Aber das war wohl so ein bisschen der Druck, glaube ich, den wir hatten hier vor heimischer Kulisse. Wir waren merkwürdig gehemmt, haben defensiv gar nicht stattgefunden, haben viel hinter den Leuten, viele entscheidende Zweikämpfe verloren und konnten das Spiel eigentlich nicht so aufziehen, wie wir es wollten. Die haben eine gute Raumdeckung gestaffelt gespielt, da haben wir keine Anspiele gesponnen, haben nicht schnell genug durchkontaktet, haben dann einen, wie ich finde, zum wichtigen Zeitpunkt den Ausgleich gemacht, zum 2-2, nämlich mit dem Halbzeitpfiff. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann unser Spiel durchziehen können, Gott sei Dank, was uns so stark macht. Und da haben die Jungs halt sich befreit und dann haben wir am Ende ja auch hochverdient gewonnen. Nichtsdestotrotz, auch Respekt, Leistung von Nürnberg war gut, war ein würdiges Achtelfinale, finde ich. War viel drin für die Zuschauer, war ein tolles Spiel emotional. Und ich bin jetzt einfach erstmal nur glücklich, dass wir morgen nochmal ran dürfen. Ja genau, morgen geht es dann weiter für euch. Der Gegner steht noch nicht fest, entweder Alster oder Bremen. Wie sieht eure Vorbereitung für morgen jetzt aus und wie gibt es einen Wunschgegner? Nein, Wunschgegner gibt es nicht. Ich kenne beide Teams so peripher. Also ich habe Videos gesehen, ich weiß, was mich erwartet. Ich denke auch, dass das hier eher eine offene Geschichte ist, vielleicht mit leichten Vorteilen für Club an der Alster. Aber wenn wir weiterkommen wollen oder wenn wir zur Richtung Halbfinale, müssen wir beide nehmen, wie sie kommen. Und wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass es morgen auch klappen könnte und dass wir dann vielleicht noch ein bisschen befreiter aufspielen können als heute. Da ist der erste Druck erstmal weg. Okay, vielen Dank, Holger. Ja. Das 1:0 für den GSD, Torschütze, die Nummer 7, Lukas Muth. Holger Muth, Endspiel, Viertelfinale, deutsche Zwischenrunde, Knaben A. 9:0 gewonnen, wie geht das? Ja, ich bin selbst total überrascht von diesem Ergebnis. Ich war natürlich sehr, sehr nervös. Muss man zugeben, das ist natürlich eine besondere Situation. So im Viertelfinale vor eigenem Publikum waren 500 Leute da. Und das war ein Auftritt meiner Mannschaft, den konnte man so nicht erwarten. Die haben sich von Anfang, von der ersten Sekunde, waren die voll im Spiel. Ganz tolle Tore erzielt. Wir haben heute sogar, das war auch vorher noch die Ansage, 3 oder 4 Tore von den ersten 5 waren Schüsse vom Kreis. Gestern haben wir 7 Tore geschossen, die waren alle nur kurz vorm Tor. Und ich habe gesagt, wir müssen auch mal das, was wir im Training üben, auch mal vom Kreisrand abziehen. Es hat wunderbar geklappt, die Mannschaft hat wie aus einem Guss gespielt. Ich kann keinen, alle waren 100% toll, voll motiviert. Die Sperre, die wir gestern noch im Kopf hatten, war weg. Ich glaube, das Spiel gestern hat uns unglaublich geholfen, dass wir einen Rückstand weglegen mussten. Da haben wir heute wie befreit aufgespielt. Und das vor so einer Kulisse, bei so einem Wetter. Fast, ich glaube, 600-700 Zuschauer, schätze ich mal. Die Tribüne war komplett voll, Anlage war voll. Und jetzt dürfen wir nächstes Wochenende hier auf der eigenen Anlage die deutsche Finalrunde spielen. Ich glaube, die einzige Mannschaft in Hockey Deutschland, die auch an der eigenen Endrunde teilnimmt, ist einfach nur sensationell für so einen Verein für uns. Und ich bin überglücklich. Verrätst du uns denn auch, wie jetzt die nächste Besprechung nach so einem perfekten Spiel ausgeht? Ja, jetzt gibt es erstmal keine Besprechung. Jetzt gibt es heute erstmal Feiern, weil das ist schon ein toller Erfolg. Und wir überlegen jetzt mal, wie wir nächste Woche angehen. Wir werden das sicherlich nicht überpacen, weil die Mannschaft ist so gut im Saft. Wir werden jetzt 2 Tage Erholung einstreuen und dann werden wir vielleicht am Mittwoch, Donnerstag nochmal 2 Einheiten machen und dann ganz locker versuchen, auf die Deutschen zu gucken. Mal gucken, wer kommt. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne noch keine Ergebnisse.
wird auf jeden Fall eine tolle Endrunde. Wir kennen alle Mannschaften, kommen auf jeden Fall, haben zu allen Vereinen eigentlich gute Beziehungen. Und ich muss auch sagen, Kompliment an Club an der Alster, die hier wirklich hoch verloren haben, sich aber trotzdem in der Niederlage aus meiner Sicht ganz großartig präsentiert haben und hier nicht angefangen haben, faul zu spielen. Und also auch Kompliment in die Richtung. Ja, wir werden ja nächste Woche auch berichten, auch mit mehreren Kameras und mit Unterstützung von Sportstadt TV. Ich glaube, das ist dann auch in der Altersklasse das erste Mal. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, einmalig, so wie das auch bekannt ist, dass wir mit mehreren Kamerapositionen hier live filmen von allen Spielen. Das ist einfach sensationell, da freue ich mich schon riesig drauf. Das heißt, wir haben ja nächste Woche schon Ferien, das heißt, einige unserer sonst treuen Fans sind dann leider im Urlaub, aber die können dann wenigstens, egal wo sie sind, diese Spiele verfolgen. Und das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Das motiviert die Jungs dann auch nochmal. Und man muss schon sagen, das war extremer Druck. Und wie die Mannschaft das weggesteckt hat, zu wissen, dass man nächste Woche hier spielen kann. Und die waren hundsnervös und haben es trotzdem super auf den Platz gebracht. Und das ist... Ich kann nur den Hut ziehen von meiner eigenen Mannschaft. Ja, vielen Dank, Holger, fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Zu diesem Spiel und zu diesem Wochenende zu sagen haben. Ja, ich stehe jetzt hier im DSD zum Heimspiel zur deutschen Endrunde mit Holger Muth und Sohn Lukas Muth, dem Trainer des DSD und dem Kapitän. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Endrunde, nachdem ihr auch die Zwischenrunde hier im DSD gewonnen habt. Wie fühlt sich das jetzt an, jetzt wirklich hier zu sein nach diesem anstrengenden Jahr? Einfach nur großartig. Das war ja letztendlich auch das Ziel. Wir haben uns ja bewusst für die Ausrichtung dieser deutschen Endrunde beworben. Im Frühjahr echt abgewogen, ob das der richtige Schritt ist. Aber wir dachten, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Und letztendlich war das Hauptziel halt, diese Endrunde zu erreichen. Und ich glaube, wir sind alle nur glücklich. Die Jungs, die Eltern, das ganze Umfeld. Und jetzt hier die Endrunde ausrichten zu dürfen, das ist einfach die Sahne oben drauf. Jetzt habt ihr, Lukas, ja die Saison wahnsinnig souverän bestritten, habt jedes Spiel gewonnen, unglaubliches Torverhältnis. Jetzt auch gerade erst in der deutschen Zwischenrunde im Finale 9-0 gewonnen gegen Club an der Alster. Was sind jetzt so deine persönlichen Ziele und auch die Ziele der Mannschaft hier in der Nennung? Natürlich das möglichst Beste zu erreichen. Aber erstmal ist natürlich dabei sein alles und hier im eigenen Club. Ja, versuchen wir dann von der heimischen Kulisse dann am Ende Erster zu werden und im Wimpel in den ESC zu holen. Jetzt spielt ihr zuerst gegen Frankfurt 80. Habt ihr euch den Gegner schon ein bisschen angeschaut? Als Mannschaft nicht. Ich habe es auf DVD auf dem Computer gesehen. Guter Gegner jetzt. Jeder Gegner, der jetzt kommt, ist gut. Also. Dein Sohn spricht es an. Drei gute Mannschaften, die jetzt da möglicherweise warten. Was sind so deine persönlichen Einschätzungen von den Gegnern? Also, ja klar, es ist kein Fallost mehr in der Endrunde, ist ganz natürlich. Ich denke, wir spielen gegen den amtierenden deutschen Meister, der A-Knaben. Da sind natürlich wesentliche Spieler raus des Elternjahrgangs, aber die haben immer noch 6-7 Jungs dabei, die letztes Jahr deutscher Meister geworden sind. Die haben auch alles gewonnen im Landesverband, auch die Endrunde, Zwischenrunde. Also ich denke, das ist ein Spiel morgen auf Augenhöhe und ich freue mich darauf. Ich bin im Verhältnis zu letzter Woche wirklich entspannt und in erster Linie freue ich mich auf diese Veranstaltung. Ich hoffe natürlich, dass wir morgen gewinnen, am Sonntag im Endspiel dabei sein können. Und wenn du mich dann ehrlich fragst, glaube ich, dass da München leichte Vorteile gegenüber Hamburg haben könnte. Aber das ist eine reine persönliche Einschätzung. Hast du dir jetzt von der Taktik schon was ganz Besonderes für morgen ausgedacht oder einfach auf die eigene Stärke vertrauen? Ja, letztendlich, genau, versuchen wir auf unsere eigene Stärke zu vertrauen. Natürlich haben wir uns den Gegner mal angeguckt, aber auch jetzt nicht zu intensiv. Ich denke mal, wir lassen die Jungs morgen einfach spielen, das, was sie können. Und wir sind hier im A-Knaben-Bereich, das sind immer noch Jungs und da passieren immer noch Dinge, die man vorher auch nicht so planen kann. Und wir hoffen einfach, dass die Köpfe morgen frei sind und die Jungs ganz befreit drauf losspielen. Und dann vor hoffentlich toller Kulisse, die auch ein bisschen Alarm macht, wird das für alle sicherlich ein großartiges Erlebnis. Lukas, jetzt eure Mannschaft, wie gesagt, hat eine unglaubliche Saison bisher gespielt. Was würdest du sagen, sind so eure größten Stärken? Einzelspieler oder ist es so die ganze Mannschaft oder beides? Natürlich also eher die ganze Mannschaft, weil wir sind als Mannschaft extrem stark. Wir verstehen uns auch super gut untereinander. Ja, wenn wir zusammenhalten und alles geben und kämpfen, dann müsste das auch klappen. Und seid ihr schon aufgeregt vor morgen? Ich muss sagen, also natürlich bin ich sehr nervös, aber wie mein Vater auch schon angesprochen hat, lange nicht so nervös wie bei der Zwischenrunde. Ah, das ist mein Auftakt hier. Hier ein langer Schlenzball, da wird der Vorteil gegeben, das ist richtig so. Und so kommt Max Bergs jetzt in den Kreis. Lukas
Mut im Nachschuss vielleicht, legt den Ball quer und es ist wieder Nino Menzel, der hier das 2:1 erzielt, der Goalgetter vom DSD. Da sah es erst so aus, als wäre da die Situation geklärt, nachdem Max Bergster den Ball nicht richtig hart aufs Tor bringen konnte. Aber Frederik Donges im Tor, der Frankfurter, kann den Ball dann nicht eben entscheidend klären, sodass Lukas Mut dann nochmal an den Ball kommt und mit viel Übersicht, was ja eine seiner großen Stärken ist, den Ball querlegt auf Nino Menzel, der dann jetzt zum zweiten Mal hier richtig steht und innerhalb von kürzester Zeit das Spiel dreht. Da sehen wir nochmal das Tor. Lukas Mut bleibt da im Ballbesitz, legt ihn dann quer und dann kommt Nino Menzel sehr gut vor den Gegner. Genau im richtigen Moment tritt er da an. Ein Paukenschlag. Diese drei Tore in kürzester Zeit. Haben wir den ersten Herrentrainer der Düsseldorf, Tobias Bergmann. Los in der ersten Halbzeit. Die Fans tolerieren das auch mit Applaus. 5 Toren, das ist schon aller Ehren wert, was hier die beiden Mannschaften auf den Platz gebracht haben. Und ich bin mir sicher, hier wird noch ein Tor fallen, beispielsweise jetzt durch Lukas Mut, der jetzt hier zum Nachschuss kommt und das Ding ins Tor legt. Das ist das 4:2 für den DSD, für die Düsseldorfer vom Kapitän Lukas Mut. Ich hatte es gerade noch gesagt, dass die beiden Söhne der Trainer noch nicht getroffen haben, denn beide sind immer 4 Tore gut und jetzt ist es tatsächlich soweit. Lukas Mut wird im ersten Versuch noch geblockt, hat dann den Ball aber auf der Vorhand und macht das dann ganz, ganz cool vorm Torwart, vor Frederik Donges. Wenn wir uns in Ruhe nochmal das Tor anschauen, da erst der Versuch mit der argentinischen Rückhand und dann legt er sich den Ball eben nach außen und legt ihn gegen die Laufrichtung ins Tor. Vielleicht steht Frederik Donges auch etwas weit auf seiner linken Seite. Ja, Holger, Wahnsinnsleistung eurer Mannschaft, super Spiel, auch von den Frankfurtern muss man sagen. Was hältst du von dem Spiel? Wie hast du es gesehen? Also ich war total begeistert vom ganzen Spiel. Ich fand, das war so ein würdiges Halbfinale, Arknamen. Beide Mannschaften mit einer richtigen Spielidee. Also Hut ab, das war wirklich mit Abstand unser stärkster Gegner dieses Jahr, aus meiner Sicht, auch von dem ganzen Spielaufbau. Harte Nuss heute. Natürlich haben wir am Ende ein paar deftige Konterchancen liegen lassen, hätten den Sack ein bisschen früher zumachen können, haben dadurch natürlich ein paar Körner gebraucht. Ich hoffe, dass wir bis morgen wieder fit werden, aber die Freude ist so grenzenlos jetzt. 5:3, Finale, was willst du mehr? Sensationell. Wie sieht jetzt die Vorbereitung auf morgen aus? Ja, erstmal ganz viel Erholung, dehnen, ein bisschen auslaufen. Ja, und jetzt freuen wir uns einfach nur morgen Hymne hören hier und sensationell. Es kommt, da kommen noch mal ein paar mehr Leute. Stimmung heute schon bombastisch, bin nur happy. Alles klar, herzlichen Glückwunsch, Holger, an die Jungs. Und echt super Leistung auch von Frankfurt, total faires Spiel. Kompliment. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Holger, viel Erfolg und gute Erholung. Danke. Ja, Holger, jetzt ist es soweit. Wir sind kurz vor der deutschen Endrunde hier im DSD. Du hast ja schon mit mir mal darüber gesprochen, dass das hier wirklich ein Projekt ist, was du dir eigentlich schon seit Ewigkeiten vornimmst. Du hast hier schon 2 große Mannschaften bis ganz weit vorne gebracht, aber noch nie bis zum Titel. Jetzt könnte es soweit sein mit deinem eigenen Sohn, mit der Mannschaft. Erzähl doch mal ein bisschen von diesem Projekt. Ja, im Prinzip hat das Projekt ja vor 10 Jahren gestartet. Als mein Sohn mit dem Hockeyspielen angefangen hat, habe ich nochmal Lust bekommen. Ich habe gedacht, jetzt, wenn ich jetzt, wann dann nochmal? Und ich habe vorher schon mal 2 Mannschaften von der kleinsten, also von den Minis bis in die A-Knaben geführt, immer die deutsche Endrunde erreicht. Und mit der Erfahrung, die ich nun mal habe, über 20 Jahre im Voraus, habe ich gedacht, jetzt muss das ein bisschen anders, noch ein bisschen strategisch besser planen. Und habe die Eltern alle mit ins Boot genommen. Und ist tatsächlich so gewesen, dass der Wunsch natürlich war, heute hier zu stehen oder dann diese Endrunde bei den A-Knaben zu erreichen. Dass es jetzt auch noch im DSD ist, das ist natürlich ein Traum, der da in Erfüllung geht. Das kann man gar nicht. Also für mich gibt es eigentlich so sportlich gar nichts Größeres als mit einer eigenen Jugendmannschaft, die man selbst geformt hat, die man aufgebaut hat und die dann wirklich zu wesentlichen Teilen aus unserem Verein hier kommt. Das dann zu erreichen, das ist für mich echt die Krönung. Und jetzt noch dein eigener Sohn dabei. Wie ist das für dich? Ja, das ist insofern schwieriger, weil es als Trainer so ist, dass ich den Abstand nicht so habe, wie ich ihn vielleicht hätte, wenn ich nur Kinder trainieren würde, die nicht mir gehören. Jetzt ist mein Sohn dabei, dadurch bin ich emotional einfach mehr dran und ich bin auch aufgeregter, als das der Fall wäre, wenn ich nur eine Mannschaft trainieren würde, wo die Kinder nicht von mir sind. Und das macht es ein bisschen schwieriger für mich, aber auch natürlich noch mal emotionaler, noch mal leidenschaftlicher und die Freude ist natürlich umso größer, ne, dass das hier so gelungen ist und ja, ich bin total begeistert und dass das Projekt letztendlich
so fortgeführt werden konnte und auch, dass die Eltern alle so mitgezogen haben, die Jungs so mitgezogen haben, das ist ja alles nicht normal, da kann ja alles so viel passieren. Ja, einfach in gewisser Weise auch ein bisschen stolz dabei natürlich. Jetzt hattest du ja gesagt, dass du das Ganze geplant hast. Wie plant man denn sowas? Ja, geplant ist, es war eine Idee dahinter. Ne? Ich habe ja sowas schon mal gemacht und früher war ich halt ein bisschen unerfahren noch und hatte auch nicht so eine Breite an Spielern. Und diesmal habe ich bewusst darauf gesetzt, dass ich viel Masse habe und versucht eben auch Klasse zu entwickeln. Aber die Breite ist halt wichtig, wenn du irgendwann mal Erfolg in höheren Altersklassen haben willst, musst du eben auch genügend Spieler haben. Und da habe ich von vorne einen großen Wert drauf gelegt, dass auch immer die Kinder, die in der zweiten Mannschaft spielen, das gleiche Training bekommen, die gleiche Technikschulung erhalten. Und wir haben sehr früh mit Koordination Athletik angefangen, bereits im C-Knabenbereich. Ich glaube, da waren wir früher als alle anderen Mannschaften. Das merken wir heute so ein bisschen. Ich finde, wir sind athletisch sehr weit und auch spieltechnisch. Von daher, die Idee war da, die Eltern mit ins Boot genommen, bei Wind und Wetter Hockey trainiert und auch wirklich viel verlangt. Und irgendwann zahlt sich das dann halt auch vielleicht mal aus. Ne? Und die Jungs ziehen ja auch mit, das ist ja auch in dem Alter nicht ganz selbstverständlich. Richtig, die haben ja auch genug andere Dinge, mit denen sie beschäftigt sind, sie Handy, etc. Aber trotzdem ziehen die wunderbar mit. Und wichtig ist halt auch, dass man immer den... Ich glaube, dass nicht die Arbeit alleine auf dem Platz entscheidend ist, sondern eben auch das Ganze drumherum, Motivation, Organisation eines Teams, das spielt mindestens genauso eine große Rolle für mich. Es bringt nichts, wenn du nur am Platz stehst und da präsent bist, sondern du musst dich auch zwischen den Saisonphasen mitnehmen, du musst Teamgeist entwickeln und deswegen haben wir auch immer wieder zwischendurch was unternommen. Und ich kann wirklich sagen, das ist eine Elf-Freunde-Mannschaft. Ja? Also es gibt überhaupt keinen Außenseiter, selbst Nummer 21, 22, voll integriert. Jeder spielt sich mit jedem ein. Ich glaube, das gibt es eher selten in allen Sportarten, denke ich. Das ist halt wunderbar. Und sonst werden in kleinen Vereinen wie dem DSC ja häufig dann die Spieler schon sehr, sehr früh abgeworben von eben den großen DHC, Uhlenhaus, Mühlheim, Krefeld oder wohin auch immer. Bei der Mannschaft ist es jetzt gar nicht so, weil die einfach so gut zusammenpasst oder woran liegt das? Ja, ich denke schon, dass es Abwerbungsversuche schon gibt. Die sind auch ganz normal und legitim, aber es ist halt ein Unterschied zu den Mannschaften, die ich früher hatte. Habe ich auch erstens ein bisschen mehr Einfluss heute und ich habe so viele gute Spieler, dass es für die überhaupt keinen Sinn machen würde, woanders hinzugehen, weil sie hier am besten trainieren können, weil sie eben auch die Gästenpartner für ein Trainingsspiel auch einen Platz haben. Und wir haben ja auch noch ihre Ziele mit dem Verein. Ich denke mir, jetzt ist die Jugend, der Weg ist das Ziel, aber danach gibt es ja noch mehr, wenn wir aus der Jugend raus sind. Und da müssen wir jetzt die Basis legen, auch im Herrenbereich, dass die Jungs hier eine Zukunft haben. Und ehrlich gesagt bin ich da sehr optimistisch, dass uns das gelingen kann. Okay, dann vielen lieben Dank, Holger. Ja, soweit also Holger Muth, der Trainer des DSD, über seine Mannschaft, über die Entwicklung, die er da mit dieser Mannschaft, die wir hier im Bilde sehen, in den letzten Jahren genommen hat. Während hier links die bengalischen Feuer gezündet werden, da keine Menschen im Umkreis sind. Schiedsrichter Sascha Wustrow aus Berlin und Max Hildebrand vom Club an der Alster, die dieses Finale leiten werden. Dazu die beiden Kapitäne auf Seiten der Münchner ist das mit der Nummer 79 Michael Huber und hier rechts im Bild der Sohn von Trainer Holger Muth, Lukas Muth, sitzen konnte. Also auch das schon ein sensationeller Auftrag in diesem Finaltag und wieder die Möglichkeit, mit der kurzen Ecke zum Torerfolg zu kommen. Variante, Ben Marquardsen. Und haut das Ding ins lange Eck. Das war eine außergewöhnliche Variante. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so geplant war. Ich glaube aber schon, weil Marquardsen da direkt auf die rechte Seite rübergegangen ist. Dann sah es so aus, als ob Lukas Muth das selbst machen wollte. Der Eckenstopper. Und dann macht er eben diese 360-Grad-Drehung und legt den Ball rüber zu Marquardsen, der einfach einen wahnsinnig guten Schlag hat. Und das Ding dann ins lange Eck haut, zur Freude der Zuschauer. Hier sehen wir es nochmal. Ja, das ist Absicht. Der kriegt den Ball da in die Vorhand.
Man denkt, er will mit der argentinischen schießen und legt ihn dann rüber. Das ist auf jeden Fall einstudiert. Und dann kommt Mark Watson davon ziemlich weit außen zum Torschuss. Auch hier wieder der Fehler. Lukas Muth legt den Ball hier quer, aber dann runde Seite von Michael Huber, deshalb hier Freischlag. Und Mark Watson bringt den Ball hier in den Kreis zu Max Bergs, der jetzt hier das leere Tor sieht und trifft und das 2:0 erzielt. Eben lag er noch am Boden. Jetzt wird er gefeiert für das zweite Tor des DSC. Es steht nur 1:0. Da ist der Fuß, aber ich glaube, das ist richtig entschieden, dass das vor dem Kreis war. Keine Ecke. Mark Watson bringt den Ball hier vors Tor. Und der Nachschuss, und der ist drin! Ist das unfassbar, hier 3 Minuten vor dem Ende. Ich konnte gerade nicht genau sehen, wer es war, aber das ist natürlich möglicherweise die Vorentscheidung. Jetzt müssen die Münchner natürlich ganz, ganz schnell hier sich den Ball schnappen und nach vorne spielen. Da ist natürlich noch alles drin, aber 3 Minuten, das ist keine Ewigkeit. Ja, da sehen wir es. Lars Bockholt wehrt den Ball dann nach links ab. Und dann ist es Jakob Rodemerk, der da richtig steht und den Schrubber im kurzen Eck unterbringt. In DSD gewesen sein. Ist das der offizielle Abpfiff? Ja, so ist es, meine Damen und Herren. Der DSD gewinnt hier den deutschen Meistertitel der Knaben A. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt, dass eine Mannschaft des DSD diesen Titel gewinnt. Holger Muth hat es tatsächlich wahrgemacht, hat diesen Weg seit Jahren ist er gegangen. Mit seiner jungen Mannschaft, mit seinem Sohn unter anderem. Und führt diese Mannschaft zum Titel in Deutschland, macht diese Mannschaft zur besten Mannschaft Deutschlands. Auch wenn man hier sagen muss, dass die Münchner hier absolut ebenbürtig waren. Haben sich vielleicht nicht ganz so viele Chancen herausgespielt wie die Düsseldorfer, aber haben hier auch eine sensationelle Leistung abgeliefert. Und sollten hier auch, natürlich fällt es jetzt erstmal schwer, aber sollten über diesen zweiten Platz sehr, sehr glücklich sein, weil den haben sie sich absolut verdient, mindestens. Hätten natürlich auch mehr erreichen können, aber ich glaube, man muss hier auch mal dem DSD höchsten Respekt zollen, was sie hier erreicht haben. Da sehen wir Holger Muth mit seinem Sohn, dem Lukas, dem Kapitän, der hier in Tränen aufgelöst ist. Genau wie sein Vater Holger, der auch gesagt hat, egal ob er gewinnt oder verliert, er wird hier auf jeden Fall weinen. Du hast jetzt ein tolles Spiel wahrscheinlich wieder gesehen, auch von deiner Mannschaft ein super Spiel. Was sagst du, auch wenn ihr jetzt verloren habt? Also erstmal glaube ich, kann man nicht leugnen, dass es ein geiler kann, Finale nicht laufen. Zwei Teams, die sich erstmal nichts gönnen, gegenseitig auf dem Platz, spielerisch, wo es lange 1-1 steht, wo am Ende so ein Tor noch fällt. Vollkommen verdient für DSD, die waren immer wieder am Drücker, ist keine Frage. Das ist ein Brocken, das haben wir gewusst von Anfang an. Ich bin froh, dass wir da, uns noch mal zurückgeholt haben ins Spiel durch die Ecke. Und ja, ist vollkommen verdient, aber natürlich, je knapper es ist, umso mehr weiß man, dass es greifbar war. Dann ist natürlich die Enttäuschung noch mal groß. Aber wie gesagt, die Jungs wissen, dass es verdient an DSD geht. Und deswegen glaube ich, ist es sehr persönlich, dass wir hier einen zweiten Platz gemacht haben. Also musst du die Mannschaft jetzt gar nicht so sehr aufbauen? Ach, bestimmt müssen wir jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde damit verbringen, die Jungs aufzubauen. Aber ich glaube, wir können mit einem guten Gefühl heute nach München fahren als stolzer Vize-deutscher Meister. Und dass wir es überhaupt hier geschafft haben ins Finale, ist schon geil. Und ja, geht immer noch was on top, das ist klar. Aber ich glaube, es ist okay. Morgen wird die Enttäuschung weg sein oder heute Abend. Okay, dann vielen Dank dir. Super cooles Spiel von euch, unglaublich gut. Und auch zum zweiten Platz absolut herzlichen Glückwunsch. Ja, geile Leistung. Dank, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, Holger zu kriegen in dieser Situation. Ja. Vielleicht das Ereignis deines Trainerlebens wahrscheinlich. Oder wie fühlst du dich? Ich kann gar nicht reden eigentlich. Ich bin total überwältigt, weil mehr geht nicht im Leben als Trainer. Ich habe das dritte Mal jetzt eine Mannschaft großgezogen, das dritte Mal deutsche Endrunde, erste Mal der Titel. Und was willst du mehr erreichen, als mit den Jungs, die du selber vom ersten Tag an trainiert hast und dann deutscher Meister? Und auch verdient, denke ich. Wir haben, glaube ich, die Saison so überzeugend gespielt. Und das als Hobbytrainer und meinem eigenen Sohn dabei, das ist unfassbar. Das ist einfach nur schön. Ich glaube, deine Mannschaft hat auch was vor mit dir. Holger ist ein geiler Typ, ein geiler Typ, geiler Typ. Holger ist ein geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Holger ist ein geiler Typ, geiler Typ. Ich glaube, wir lassen Holger jetzt mal mit seiner Mannschaft hier alleine. Wir müssen natürlich mal den Kontakt mal sehen, was er drauf hat. Und das ist auch ein weiterer Captain Lukas Muth.
Spiel.
Ja, Max, erstes Spiel der deutschen Endrunde. Seid gut reingekommen, 3-1 gewonnen. Was sagst du zum ersten Spiel? Schwierig zu spielen hier, die Halle, oder? Ja, also die Halle ist sehr gummig und da springt der Ball sehr oft hoch und es ist schwer, die Ball zu kontrollieren. Aber haben wir gut gemeistert und ich denke, haben wir auch verdient gewonnen. Ja, das sehe ich auch so. Die München hatten zumindest in der ersten Halbzeit ja eigentlich gar keine Torchance, habt ihr voll kontrolliert. Schönes Stechertor auch von dir, die Ecken haben gepasst. Glaubst du, was geht hier noch heute? Also ich denke, wenn wir weiter so konzentriert spielen, haben wir hier auf jeden Fall eine Chance, alles zu gewinnen und auch morgen dann im Halbfinale oder auch im Finale zu stehen. Und da müssen wir uns einfach konzentrieren und so weiterspielen wie gerade und dann wird das schon laufen. Ja, prima, dann drücke ich euch noch die Daumen natürlich, ich bin ja euer Trainer. Aber ich denke auch, Auftaktergebnis 1-1 ist ja auch gut für uns. Ne? Also von daher gucken, wie es weiterläuft. Ne? Also viel Spaß noch. Danke. Yeah.
Bei mir stehen jetzt zwei der Halbfinalhelden des DSD, der Torhüter Konstantin Köntjes und der Kapitän Lukas Muth. Konsti, wie fühlt man sich nach so einem Spiel? Wechselbad der Gefühle, am Anfang unglückliche Aktion gehabt und nachher zum Helden geworden. Wie geht's dir jetzt? Also jetzt geht's mir natürlich geil, aber Wechselbad der Gefühle beschreibt ziemlich gut. Das war schon ein ziemlich kritischer Anfang, aber geiles Ende. Besser hätte man es nicht machen können. Er war ja auch ein großartiger Gegner. Ich fand, es war ein ganz tolles Halbfinalspiel. Ging hin und her mit dem echt glücklicheren Ende für euch. Ein Wort zu den Berlinern aus deiner Sicht? Gut, also auf jeden Fall willensstark und überzeugt und auch technisch besser, als ich gedacht hätte. Also das klingt jetzt gemein, aber ja, echt stark. Gut, ja, sympathisch auch. Ja, ich fand es auch so. Lukas, du als Kapitän, wie hast du dich gefühlt? Penalty schießen, hast du vorher überhaupt dran geglaubt, dass ihr das Spiel noch drehen könnt? Ich muss zugeben, ich wollte dran glauben, aber ich habe nicht gedacht, dass wir das noch packen, weil die standen wirklich gut hinten. Das war eine super Mannschaft. Ja. Penalty schießen ist Glück und da kann alles passieren. Ja, genau. Aber ihr freut euch jetzt aufs Finale, ne? Und ist natürlich eine großartige Sache, nochmal die zweite Chance zu kriegen, einen zweiten Titel zu holen. Hast du einen Wunschgegner jetzt fürs Finale? Nein, also jeder, der im Finale steht, ist auch berechtigt im Finale. Und wir nehmen jede Mannschaft, die da jetzt reinkommt und ja, besiegen die. Ja, ich als Trainer hoffe natürlich auch, dass wir hier ein schönes Spiel kriegen können im Endspiel. Und jetzt deutscher Vizemeister sind wir schon mal auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Also danke euch und viel Glück noch fürs Endspiel. Ne?
gesehen haben. Da haben wir schon einen Eindruck bekommen, was uns hier dieses Wochenende erwartet. Spieler dabei, mehrere natürlich in den Auswahlmannschaften auch. Jetzt hier die Chance für Düsseldorf, aber gut, gutes Brett hier wieder vom Kapitän von München. Es ist fast geklingelt, jetzt nochmal die Kontaktmöglichkeit. Die Nummer 33, der Düsseldorfer mit der Rückhand und da klingelt im Kasten der Münchener. Da muss Felix Schwabe zum ersten Mal hinter sich greifen. 1-0 aus Sicht der Düsseldorfer, die das hier in der 12. Spielminute, die Uhr läuft rückwärts, Entschuldigung. In der 3. Spielminute, das Tor, 33, Ben Marquardsen. Hallenhockey gespielt haben, das ist nochmal eine ganz andere Belastung als beim Feldhockey. Jetzt bricht aber Cerzadeli durch und macht das Tor. Ein schöner Rückhandzieher am Torwart vorbei. Sehr gut ausgespielt und dann eiskalt verwandelt. Ich will ja nicht sagen, ich habe gesagt, der Mann mit der Nummer 25 ist richtig gefährlich. Aber ich meine, gehört zu haben, dass dieser Mann richtig gefährlich ist. Ich glaube es auch. Jetzt hier wieder der Ballgewinn, aber gut verteidigt durch die Düsseldorfer. Ja, zu den Wechseln, wie du gesagt hast, es ist sehr... Ecke wird rausgegeben und stark verwandelt oben links durch... Dein Lieblingsspieler, glaube ich, durch die Nummer 17. Nee, die Nummer 11 ist es. Die Nummer 11 ist es tatsächlich. Tatsächlich. Genau. Konstantin Könn ist hier als Torwart bei uns in der Liste eingetragen. Ist natürlich falsch. Das ist, denke ich mal, ein anderer Spieler, als wir hier auf der Liste haben. Aber eine schöne Ecke war es. Nichtsdestotrotz. Nationalmannschaft, der zweite Torhüter, das entscheidende Tor damals als Einwechselspieler gemacht hat. Ja, eine fantastische Geschichte in Indien, damals beim Turnier. Und jetzt hier das Tor. Für München, frech in die kurze Ecke, wieder von Björn Cerzadeli. Wir hoffen, der Name wird nicht allzu sehr geschändet. Aber und da waren wir gerade mal abgetaucht in Indien und schon klingelt's hier in der Hansestadt, in Lübeck. Und ich will es ja nicht angesprochen haben, aber der Junge ist, wie gesagt, richtig gefährlich, Jugendnationalspieler. Aber natürlich wieder komplett hier über rechts in die Mitte. Da ist er drin. Den ja. Abnehmer gefunden. Jakob ist es dieses Mal. Er hat auch zwei große Geschwister. Der eine davon spielt in der Herren-Bundesliga. Es ist Jakob Schippern, der Mann mit der Nummer 6 vorne links. Und die Münchner führen dadurch mit 3-2. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Eine richtig hitzige Schlussphase wert. Der Tribüne haben sie ihren Standort gefunden. Aber auch der BRC hat seine Fans mitgebracht, die sich zwischen auf den Tribünen verstecken. Jetzt die erste Chance und das erste Tor durch Niklas Schickenberg, der ganz stark von halblinks abschließt und dann unglücklich fällt der Ball. Bendix senkt man durch die Beine, ärgerlich. 1-0 für Düsseldorf nach 5,5 gespielten Minuten. Wie reagiert jetzt der BHC drauf? Lassen den Ball ruhig laufen. Ecke kommt raus, geht in die Mitte, Ablage und da ist das Tor von Sperling. Ganz klasse Variante. Ball geht in die Mitte, wird nach rechts rausgelegt
und von dort klasse ins lange Eck versenkt. Da hat Julius Funk im Tor der Düsseldorfer, Entschuldigung, Konstantin Könches, leider keine Chance. Wir müssen uns nochmal korrigieren. Jakob Schwab hat keine Chance im Tor. Knapp über Knöchelhöhe. Bleibt spannend. Ableger in die Mitte und gehalten vom Torwart. Ganz, ganz stark. Und dann gibt es die erneute Ecke. Für den Fuß. Vorher gut rausgelaufen. Den ersten Schuss gut verteidigt. Gegen vier Leute am Kreis. Schuss unter die Latte von Luca Kirstein. Was für ein Ding. In den Winkel, in den rechten Winkel. Keine Chance für den Düsseldorfer Torwart, der jetzt enttäuscht, ärgerlich am Boden liegt. Und die Berliner feiern sich. Ich denke, das haben sie sich allmählich auch verdient. Haben sie jetzt mehr Spielanteile. Ball geht in die Mitte, Ecke und das Tor von Ben Kranz, dem Kapitän des HDRCs. 1:0 für den HDRC. Gute Ecke, Malvariante in die Mitte reingelegt und dann links halb hoch ins Eck rein. Auch eine schwere Position für den Torwart. So unter der Halbhöhe, unter dem Arm. Und oder wieder Direktschuss. Ganz stark gemacht. Ball geht raus auf Markerzen. Der legt verzögert, legt quer in die Mitte zu Konstantin Knöches, der dann unten links im Eck verwandelt zum 1:1. Stark rausgespielte Ecke. Ja, da hat sich der HDRC das auch wirklich schwer gemacht. Ne? Zweimal zu früh rausgelaufen und sofort läuft man. BRC mit nahezu. Zaubernder Co-Kommentator Bjarne. Ja, wunderbar hier wieder mit dir kommentieren zu dürfen. Freuen uns auf ein schönes Spiel um Platz 5. Düsseldorf-Frankfurt. Ja, verspricht ein gutes Spiel zu werden. Die Frankfurter ja gestern herzzerbrechend ausgeschieden. Torwart war es. Am dann, Kölner Torwart, Entschuldigung. Genau, das letzte Spiel. Leider Verhältnis davor. Phänomenal den UAC mit 9-2 ausgeschaltet, aber es hat leider für sie nicht gereicht. Aber jetzt wollen sie sich natürlich mit. Und Mannheim. Ja, stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht. Spielt er mir zu offensiv.
und mit zu wenig Schutzkleidung an, wenn du mich fragst. Ja, ich meine... Jetzt mal das richtige Traumtor. Da haut er einfach mal einen raus. Der Mann mit der Rücknummer 27, das ist Moritz Küppers. Geht in den Kreis, fasst sich ein Herz und ballert das Ding wirklich oben links in die Maschen. Der ist Düsseldorf. Wird von rechts rausgegeben. Kommt auch auf Flatten und der macht es besser. Setzt das Ding unter das Dach. Keine Chance für den Düsseldorfer Keeper. Das ist das 2:0. Und das sieht ganz einfach aus, die Flatten. Das Ding da oben rechts reinschweißt. Aber das ist hartes Training, das können Sie mir glauben. 20%. Da geht es zwar ein bisschen mehr, aber jetzt in so einem Spiel kann es das entscheiden. Und schön gespielt jetzt hier im Konter von Düsseldorf. Der Ball an den langen Pfosten. Einmal quer durch den Kreis. Unstimmigkeiten hier bei den Frankfurtern und das ist das 2:1, der Anschluss. Wunderschön gemacht, da reingestochen, auf dem langen Pfosten gelauert. Mit der Nummer 7, Lukas Muth macht ihn dann. Gern genannter Spieler, sehr griffig, immer am Gegner dran und auch vorne gefährlich. Da ist er wieder am Ball und da bereitet er auch das Tor vor. Das ist der Ausgleich, wir haben uns mehr gewünscht, wir bekommen mehr. Man muss doch nur mal meckern. So ist es. 2:2. So schnell geht das. Und schon ist alles wieder offen. Und psychologisch ist Düsseldorf jetzt natürlich oben auf. Ich sag, habe ich vor einer Minute noch gesagt, Achtung Düsseldorf, jetzt nicht unter die Räder. Dann wird hier wieder am Kreis, wieder ein Rückhandschuss. Jetzt der Ball. Und der Ball ist im Tor. Da wusste irgendwann gar keiner mehr, wo der Ball ist, wie der Ball ist. Er ist im Tor. Die Torhymne läuft. Die Schiedsrichter, ja, sehen auch so aus, als ob das Ganze zählen würde. Und auch auf der Leinwand steht Frankfurt 3, Düsseldorf 2. Da gibt es schönere Momente. Da ist die Buchse voll. Ja, es ist schwierig. Wir gucken mal rauf. Oh, jetzt hier durch die Beine der Pass an den langen Pfosten. Stark gespielt. Und das ist jetzt wieder der 2-Tore-Vorsprung für Frankfurt. Ja, aber das ist auch nicht gut verteidigt da hinten. Das ist irgendwie... Man sagt sich, gut, 6. Platz in Deutschland. Nehmen wir mit. Jetzt gibt es hier nochmal das wunderschöne Tor von Magnus Schenk. Von Schenk, tut mir leid. Der sich da um die eigene Achse dreht von anderen Kommentatoren.
am kurzen Pfosten Ben Marquardt, am langen Pfosten Jan Liebau. Der bekommt jetzt auch den Ball. Und da steht es 1-0 für den DSD. Souverän, halb hoch. Nicht ganz so hart der Schuss, aber doch platziert. Wir werden es in der Wiederholung nochmal sehen. Also der DSD geht hier nach 3 Minuten in Führung. Der Ball wird lang rausgegeben. Jan Liebau. Es wird wieder doppeltes Pärchen gestellt, kurz auf Niklas Schickenberg. Ben Marquardt am Schuss. Der rutscht wieder ab Max Berg. Das muss jetzt das 2-0 sein. Das ist es. Das ist es. Max Bergs erhöht auf 2-0 nach 16 Minuten. Der Ball war wieder abgerutscht zuerst. Hatte da nicht die gewisse Härte. Ben Marquardt flach dann. Torwart pariert zuerst gut, lässt ihn aber in die Mitte abprallen. Und dann Max Bergs auf dem Rebound. Dreht sich raus und schlänzt den Ball über den Torhüter. Wir haben Druck hier. Moritz Fleck jetzt am Kasten. Jetzt muss er rechts spielen. Bjarne ist ganz frei. Super gespielt. Ja, das ist es. Das ist ein tolles Tor. Das ist ein tolles Tor. Jetzt konnten sie echt mal hier ihr Hockey zeigen. Super Konterhockey. 2-3 Pässe und ins Tor gelegt. Solche Tore sehen wir natürlich sehr gerne. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung. Also Moritz Flecke, der da den abgefangenen Ball im Doppelpass mit Ben Marquardt. Außer Ben Marquardt sorgt jetzt hier mit seinem Konter für das nächste Tor. Ben Bockhoff spielt wie auf Ben Marquardt. Tor. 4-0. Ja, das sind die Konter, die die Trainer sehen wollen. Gewartet, den Verteidiger zu einer Entscheidung gezwungen. Und dann ist das Ben Marquardt, der sich das Tor quasi selber vorbereitet hatte, links auf Ben Bockhoff abgelegt hatte, den Ball wiederbekommen hat. Doppelpärchen wiedergestellt, kurze Ecke rausgegeben, Jan Liebau, Tor. Das war jetzt mal ein Schuss, der nicht abgerutscht ist. Niklas Schickenberg stoppt das Ding da lang und Jan Liebau mit einem Strahl unten rechts ans Brett. 5-0 für den DSD. Das Ding sollte jetzt hier durch sein. Man sieht es hier nochmal in der Wiederholung, ja, schöner Schuss. Linienmann hat auch nichts mehr auszurichten da. Tor. Also, der Ball kam raus. Nino Menzel ist der Torschütze. Wir werden jetzt die Wiederholung hier sehen. Kurz rausgegeben auf Ben Marquardt. Niklas Schickenberg stoppt, gut geschossen, der Torwart hält. Der Ball geht an den Pfosten und Nino Menzel. Voll. Nochmal rausgeben auf kurze Pärchen. Ja, harte Rausgabe jetzt und super Torschuss. Das ist Ben Marquardt gewesen, der zum 7-0 für den DSD erhöht. Konrad Rehns stoppte da den Ball. Super Rausgabe. Jetzt fängt sie etwas stärker an zu regnen wieder und dann flach unten links. Keine Chance für den Torhüter. Also wie gesagt, im Anschluss gleich hier das zweite Halbfinale. Jetzt fällt das 8-0. Reingestochert. Max Bergs ist der Torschütze. Schiri hat gerade eine Unterbrechung gepfiffen. Könnte sein, dass sie jetzt entweder eine Karte gibt oder Gästen aus Braunschweig hier. Sucht die Kamera. Ja, Uli filmt uns. Ja. Also, wir müssen ein bisschen nach hier rüber gehen, glaube ich. Also, ich habe jetzt hier Carsten Ahlisch, Trainer der Braunschweiger. Carsten, hast du ein paar Worte zum Spiel für uns? Ja, relativ klar gewesen, das Spiel, denke ich. Und ja, DSD, die klar bessere Mannschaft und hat uns mal gezeigt, wie man so ein Hockeyspiel spielen kann. Am Ende waren sie ein bisschen fahrlässig, glaube ich, auch mit ihren Chancen. Aber ja, uns hat Spaß gemacht, da gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Und da haben wir jede Minute genossen. Und morgen haben wir nochmal ein tolles Spiel und das nehmen wir auch mit. War natürlich auch ein bisschen undankbar hier natürlich in der Konstellation beim sozusagen deutschen Meister auf dem Feld und in der Halle die Zwischenrunde anzutreten. Aber ich habe euch auf jeden Fall auch gelobt. Habt da, glaube ich, in der ersten Halbzeit, der DSD war natürlich ein bisschen fahrlässig, aber habt ihr im Kreis eigentlich relativ gut verteidigt. Und ja, ist natürlich schwer, bei dem Pausenrückstand nochmal zurückzukommen. Was nehmt euch für morgen vor? Also Finale habe ich, anderes Halbfinale habe ich eben schon gesagt, ist Mannheim gegen Frankfurt gleich. Ja. Habt ihr irgendwie irgendeinen besonderen Plan oder gibt es irgendwelche Ziele? Ach, wir sind ja nur mit 3 Älteren hier, also das ist ja der junge Jahrgang. Wir haben, ja. Wenn dann unsere A-Knaben, die gerade auch beim DHC spielen,
nächstes Jahr wieder zusammenspielen, dann sind wir mit Sicherheit auch ein bisschen schlagkräftiger, als wir dieses Jahr sind. Aber es ist egal, wer kommt, ob jetzt Frankfurt oder TSV Mannheim kommt. Es sind Spiele für uns, die wir genießen, weil es toll ist, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und jede Minute bringt auch jedem was. Auch, das klingt ein bisschen blöd, wir haben 8-0 verloren, aber die Jungs sind schon im Spiel besser geworden, weil das Tempo höher ist, als wir es normal gewöhnt sind. Und insofern, ja, wir hatten uns eigentlich noch, hatte ich gehofft, dass es ein bisschen mehr regnet, als es jetzt erst am Ende getan hat. Es wäre nochmal gut für uns gewesen, ja. Dann wäre der Platz noch schwieriger zu bespielen gewesen, als er schon zu bespielen war. Also was Besonderes nehmen wir uns nicht vor. Wir gucken auf uns und es ist eigentlich egal, wer kommt. Und dann versuchen wir da morgen nochmal ein Tor zu schießen. Okay, dann danke ich dir fürs Interview. Trotzdem mal Glückwunsch zum Erreichen der Zwischenrunde und auch viel Erfolg für morgen. Danke, ja, danke dir. Danke. Grüße dich. Also Glückwunsch erstmal zum 8:0-Sieg hier. Ja. Zum Erreichen des Viertelfinals sozusagen. Hab dich natürlich schon im Spiel wahrgenommen. Warst wahrscheinlich mit der Chancenverwertung zwischenzeitlich nicht so zufrieden. Hast du dennoch ein paar Worte für uns? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut gespielt. Die erste Halbzeit viel Struktur gehabt. Wie du schon richtig sagst, einiges liegen lassen. Aber trotzdem gehen mit einer 4-0 Halbzeitführung rein. Lassen von 6 Ecken, glaube ich, 2 auch nur gemacht. Da ist noch Luft nach oben für morgen. Und aber trotzdem war das von der Struktur in der ersten Halbzeit, denke ich, richtig gut. Totale Dominanz. Ich glaube, der Gegner hat im ganzen Spiel nicht einmal aufs Tor geschossen. Keine Ecke gehabt. Zweite Halbzeit war dann deutlich weniger, aber haben wir auch ein bisschen, also haben wir im Prinzip komplett so ein bisschen die Orientierung, Plan verloren, war ein bisschen Tischtennis dann, aber ist halt auch schwer, wenn du dann 4-5-0 führst, du weißt, dass morgen noch ein schweres Spiel in Knochen, dann ist das ein bisschen so dahin geplätschert, aber insgesamt bin ich komplett zufrieden. Wenn du hier 8-0 in Achtelfinale gewinnst, dann ist das schon gut. Kann man natürlich nur zufrieden sein. Ich habe eben schon gesehen, dass du den einen oder anderen Spieler etwas früher ausgewechselt hast. Ich habe den Leuten an dem Bildschirm schon erzählt, dass die Jungs hier letztes Wochenende auch ein straffes Programm hatten. Jetzt haben wir hier gleich das zweite Halbfinale, Frankfurt 80, Hessen 2 gegen TSV Mannheim. Hessen 1, genau. Das wird wahrscheinlich ein sehr spannendes Spiel. Hast du einen Favoriten? Nee, ich habe keinen Favoriten. Ich glaube, das wird wirklich auf Messerschneide ganz eng. Beides Mannschaften, die hier um Titel mitspielen aus meiner Sicht. Also ganz ernstzunehmende Kandidaten, haben wir ein schweres, sehr, sehr schweres Los hier bekommen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass einer von beiden ausscheidet und wir dann morgen gegen den anderen antreten müssen. Ich muss noch sehen, wie wir mit den Kräften haushalten. Der Franz-Schmitz-Pokal letzte Woche mit den 3 Spielen an einem Tag war totaler Wahnsinn. Ich merke, dass jetzt auch die ersten Blessuren kommen. Ich bin auch super verärgert nach wie vor darüber, über diese Veranstaltung da. Aber kann man jetzt nicht mehr ändern, müssen wir durch. Und gucken, dass wir morgen nochmal alle Kräfte sammeln, dass wir dann hier das Spiel gewinnen und dass unser Saisonziel erreichen, Endrunde nächste Woche in Bad Dürkheim. Alles klar, Holger, dann danke ich dir fürs Interview. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Viel Erfolg fürs morgige Spiel. Ja. Eigentlich Ben Bockhoff sehen, der da relativ frei, da ist er, jetzt muss er sein Tempo mal ausnutzen, das macht er super, jetzt gibt es eine Großchance für den DSD, Ben Bockhoff über rechts im Kreis, muss entweder einen Fuß finden jetzt oder passen, Max Bergs mit der Torchance, was macht der argentinische Rückhand, Tor, Max Bergs, DSD 1, Frankfurt 0, DSD trifft nach 25 Minuten gespielt, hier knapp 1:0 für Düsseldorf, Max Bergs mit der Nummer 5, der Torschütze, DSD-Familienkind trifft hier zum 1:0. Das geht in Ordnung, sage ich mal. Ben Mark, was im Wechsel jetzt hier die Position? Das gibt eine Variante. Abgelegt von Ben Markus auf Jan Liebau. Chance, Lukas Muth. 2:0. 2:0. Lukas Muth macht das Ding rein. Also, der DSD erhöht die Führung hier. Es gab eine Variante, ihr seht es hier nochmal jetzt gleich in der Wiederholung. Also die Schützen haben gewechselt, Ben Marquardt nach links rübergezogen, abgelegt auf Jan Liebau. Der erwischt den Schuss, beziehungsweise die erste Welle der Frankfurter war schnell draußen, fälscht den Ball dann aber leider so ab, dass Lukas Muth sich aus der Drehung direkt auf anspielen. Das macht er auch klasse Ball. Jetzt kann es nochmal schnell gehen. Das ist jetzt ein 4 gegen 4. Ben Bockhoff zündet jetzt den Turbo. Jetzt muss er Caldona sehen, super gespielt. Jetzt gibt es einen Doppelpass, eventuell Flanke, Max Bergs im Kreis. Chance, Max Bergs, was macht er? Tor, 3:0, Max Bergs, 3:0. Also der DSD ICE läuft hier von links nach rechts und jetzt mit einem Doppelschlag zum 3:0. 3:0 für Düsseldorf. Auf, der da
unnötigerweise. Jetzt gibt es eine Chance für Frankfurt, da müssen wir jetzt drauf gucken. Das ist stark gehalten und jetzt Tor. Tor, Anschlusstreffer. Ich muss noch mal in der Wiederholung sehen, wer da jetzt der Torschütze war. Also schneller Pass aus dem Mittelfeld nach links. Kameramann. Doch, Konsti Könches hält erst und dann gibt es einen Nachschuss vom Frankfurter. Frankfurt, Riesenchance für den DSD, Riesenchance für den DSD. Und Konrad Rehns macht das 4:1. Frankfurter sind super erbost jetzt hier gerade über die Schiedsrichterentscheidung im Mittelfeld. Wir sehen jetzt hier erst nochmal die Wiederholung vom Tor. Schnell ausgeführter Freischlag. Max Bergsal ist eigentlich der Vorteil gut laufen gelassen. Und dann Konrad Rehns. Brian Philipsen ist das da am Schuss. Bringt den Ball aufs Tor und der bringt das Ding rein. Schuss ins kurze Eck. Frankfurt verkürzt hier auf 2:4. Also schnell kann es gehen. Ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, wir sehen jetzt gerade nochmal die Wiederholung der Strafecke. Also ein Stopperpärchen da. Leider etwas den Faden, Setup wie gerade, Ball rausgegeben auf die Mitte, der Direktschuss kommt und der Ball ist wieder im Tor, das gleiche Tor von gerade, steht jetzt hier 3:4. Ruhig bleiben, Männer, weiter, komm! So, und jetzt haben wir ein Finale. Jetzt haben wir ein Finale. Wir versuchen wieder ins Spiel zurückzufinden. Super Ball jetzt hier von Ben Markwatzen auf Lukas Muth. Der kommt jetzt hier. Spielt auf Taslus Sura. DSD versucht jetzt die Frankfurter laufen zu lassen. Oder wieder ein Umgang. Jetzt gibt es eine Riesenchance für Frankfurt. 4:4. 4:4. Frankfurt gleicht aus. Aus. Jan Lieber raus, lang rausgegeben. Super Schuss, klasse gehalten und Wiederholungsecke. Ball war wieder am Fuß. Wir sehen es hier jetzt auch nochmal in der Wiederholung. Also Jan, lang rausgeben, Jan Lieber. Und dann. Ja, wohl ein Fuß. Wir sehen jetzt hier, dass Christian Markwatzen, der Co-Trainer, da eine bestimmte Eckenanweisung an seinen Schützen Jan Liebau gibt. Wird jetzt hier wahrscheinlich eine Variante geben. Ben Markwatzen am Schuss. Chance. Tor. Tor! Tor für den DSD. Das ist Bjarne Lissau, wenn ich es richtig gesehen habe. 5:4. Der DSD ist wieder da. Bjarne Lissau, wir sehen es hier in der Wiederholung. Also, erstmal Ecke verstoppt. Niklas Schickmerk und Ben Markwatzen. Absprachefehler da. Dann gibt es einen Torschuss, einen Fuß, einen Vorteil. Und Bjarne Lissau am langen Pfosten macht das Ding rein. 5:4 für den DSD. Und die letzten 10 Minuten brechen gleich an. Also Glückwunsch erstmal natürlich zum erfolgreichen Spiel. 5:4 war natürlich jetzt eine sehr aufregende zweite Halbzeit. Also ich glaube, ihr hattet das Spiel in der ersten Halbzeit, hattet ihr die goldenen 10 Minuten, habt dann drei schnelle Tore hintereinander gemacht, 4:1 geführt. Und dann, ich nehme es ja wahrscheinlich vorweg, sehr schlechte 15 Minuten, da total gepennt einmal. Ja, was sagst du zum Spiel? Sehr schlecht. Ich fand, das war ein überragendes B-Jugend-Hockeyspiel. Ne? Das waren beides unheimlich gute Mannschaften. Also Frankfurt ist auch richtig gut. Die haben andersrum eine Phase gehabt, wo wir dann auch unsere Tore halt machen, wo die auch selber ein bisschen nicht so gut dran waren. Dann haben die eine Druckphase, in der wir dann halt die Gegentore kriegen. Leider kriegen wir vor allem Eckentore rein, die wir eigentlich wissen. Wir wissen, der schießt dahin. Besser, müssen wir besser verteidigen, müssen wir cleverer sein. Und dann droht so ein Spiel zu kippen. Aber da hat die Mannschaft, fand ich jetzt überragend, auch reagiert. Also sie hat dann ja wirklich stark sich wieder reingekämpft. Und am Ende, ich glaube, eigentlich auch verdient gewonnen. Aber es war ein total enges Spiel. Und wie gesagt, die besten Mannschaften in Deutschland haben hier gerade gespielt, finde ich. Und deswegen war das schon auch zu erwarten, dass das nicht ein Spaziergang wird. Also schlechte 15 Minuten nehme ich natürlich zurück. Ich meinte natürlich eher unkonzentrierte 15 Minuten aufgrund ein paar Abspielfehler. Ja, das habe ich den Zuschauern auch gesagt, dass das hier eigentlich schon ein
ja, kann man schon sagen, vorgezogenes deutsches Finale, vielleicht Halbfinale gewesen ist mit zwei sehr, sehr starken Teams. Und das hat das Ergebnis im Endeffekt natürlich auch gezeigt. So, jetzt geht's nächste Woche für euch nach Bad Dürkheim zur deutschen Meisterschaft. Ja. Ich glaube, die anderen Zwischenrunden sind auch jetzt gleich oder in den nächsten Minuten vorbei. Dann werden wir ja sehen, auf wen ihr da treffen werdet. Gibt es schon irgendwelche Wunschgegner oder Favoriten? Nein, oder? Also im Endeffekt hatten wir ja erwartet eigentlich, dass BSC weiterkommt. Die haben ja nun gestern schon verloren. Jetzt ist das auf der Seite, spielt jetzt Rot-Weiß Köln gegen Alster. Also theoretisch kann es sein, dass wir nochmal ein Bestspiel haben da. Kann passieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist ja eigentlich das Mannheim gegen Ulm aus Hamburg. Spielt da ein anderes, ähnlich gutes Spiel, glaube ich, wie wir hatten. Ich weiß jetzt nicht, wer da gewonnen hat, aber das ist eigentlich auch wieder ein Spiel, da man auch sagen könnte, Halbfinale-Charakter. Und es sind ja alles Spiele so do or die. Ne? Wenn du einen scheiß Tag hast, sind das alles Mannschaften, die gut genug sind, um dich zu schlagen. Wir sind eigentlich stabil genug, dass wir es gewinnen wollen und können. Ich glaube, das können wir auch durchziehen und das wollen wir auf jeden Fall auch durchziehen. Okay, da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und danke fürs Interview. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob die Frankfurter Lust haben, kümmern wir uns so lange. Konzi, Glückwunsch zum Sieg. Moin, ja, danke. Kümmern wir uns hier kurz um den, Konzi Könsch ist der Torhüter des DSDs. Glückwunsch zum Sieg natürlich erstmal. Danke. War eine gute erste Halbzeit, eine unkonzentrierte, zum Teil zweite Halbzeit. Ja, was sagst du jetzt direkt nach dem Spiel? Hast du ein paar Worte für uns? War ein mega geiles Spiel. Auf jeden Fall finalwürdig. Ich bin mega stolz auf unser Team. Auf jeden Fall nochmal Respekt an die Frankfurter. Die haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie hier auch genauso gut hätten nach Bad Dürkheim fahren können. Ich bin unfassbar stolz und dankbar auf jeden Fall für mein Team. Die haben mir heute echt den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Also, ja. Ja, die Frankfurter Ecken auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit haben da sehr gut gesessen. Und links war natürlich aber auch, allerdings muss man sagen, gut geschossen. Hätte man auch halten können, okay. Aber auf jeden Fall, das habe ich den Zuschauern auch gesagt, super Finalspiel haben wir hier gesehen. Auch Respekt auf jeden Fall an die Frankfurter. Die Paul nur mit R. Ich habe jetzt hier Raul, den Trainer der Frankfurter, der sich hier netterweise zur Verfügung steht. Also erstmal großen Respekt und auch Gratulation. Erstmal nochmal nachträglich zum Erreichen dieses Finales der Zwischenrunde. 5:4 war jetzt natürlich auch aufgrund der zweiten Halbzeit sehr bitter für euch. Ihr seid echt super ins Spiel zurückgekommen. Habt durch Fahrlässigkeiten des DSD profitiert und wart auch wieder voll da. Seid total ins Spiel zurückgekommen. Ist natürlich schwer jetzt. Hast du ein paar Worte für uns nach dem Spiel? Natürlich, der Spielverlauf ist unfassbar bitter, weil wir im Endeffekt das Spiel eigentlich schon mal zweimal verloren hatten und immer wieder zurückgekommen sind und im Endeffekt dann auch uns 4-4 steht und wir auch Chancen haben, sogar selber mal in Führung zu gehen. Was man zusammenfassend leider halt sagen muss, wir haben uns vorgenommen, dass eben nicht so ein Spiel wird. Also wir wollten, dass es wir besser verteidigen, dass wir am Endeffekt ein 1-2-1, das unser Ziel sein sollte. Und 5-4 war halt leider einfach, wir wussten, der SD ist anfällig defensiv, wir werden unsere Tore vorne schießen, aber wir haben halt leider zu schnell das 0-1, 0-2, 0-3 kassiert und dann nimmt sich Spielverlauf so seinen Lauf. Ja, das sehe ich auch so, also auf jeden Fall super Ecken habt ihr da auch reingemacht in der zweiten Halbzeit, haben mir echt gut gefallen, hat der DSD-Keeper auch gerade, den ich kurz in einem Interview hatte, nochmal großen Respekt an deine Jungs, also ihr hättet es auf jeden Fall auch verdient gehabt, nach Bad Dürkheim zu fahren. Jetzt ist erstmal Pause. Dann geht es auch für euch in die Halle. Habt ihr da schon irgendwelche Ziele oder euch irgendwas vorgenommen für die Hallensaison? Ja, also wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall mal 2 Wochen Pause. Dann gibt es wieder in Mannheim, glaube ich, oder so ein Vorbereitungsturnier, wie auch jedes Jahr. Aber es ist immer Halle, da musst du erstmal wieder ganz neu anfangen. Also dadurch, dass auch viel weniger quasi im Kader dann dabei sind und manche auch vielleicht sogar gar kein Feld Halle spielen, fahren wieder bei neu an, aber in 2 Wochen frühestens. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch trotzdem eine gute Heimfahrt. Danke dir fürs Interview und bis bald hoffentlich. Danke. So, das war's jetzt hier von der deutschen Zwischenrunde im DSD, der DSD. Alexander Streun mit der Nummer 13, Konrad Rehn. Jan Mühlau. Kann ich aber
erhöht auf 2:0. Torschütze mit der Nummer 33. Ben Magwatzen. Auf 3:0. Torschütze mit der Nummer 35. Jakob Rodemerk. Auf 3. Hamburg. Düsseldorf. Torschütze mit der Nummer 27, Karl Donat. Neuer Spielstand 6:1 TSD Düsseldorf. Und das war das 1:0 für DSC Düsseldorf. Torschütze mit der Nummer 7, der Kapitän Lukas Muth. Düsseldorf erhöht auf 2:0. Torschütze für seine Mannschaft mit der Nummer 13. Konrad Rehn. Thank you.
wie schon angedeutet, kommen wir zu dem neuen deutschen Meister der MJB, zu dem verdienten deutschen Meister Düsseldorfer DSD. Herzlichen Glückwunsch! Wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei der Turnierleitung bedanken mit diesem Düsseldorfer Mitbringsel. Und dann noch einmal Sabrina und Petra, die uns so lecker bekocht haben, wenn wir die nochmal vorbitten könnten, wenn die hier irgendwo sind. Okay, dann heißt Petra Heike. Die ist auch nicht da. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. War sehr lecker, danke für die Gastfreundschaft. Danke. So, stopp, Jungs. Ah, ihr habt den Wimpel schon. Oh, das ist okay. Klar, dann dürft ihr euch jetzt feiern. Ja, ihr habt den Wimpel schon bekommen. Habe ich nicht mitbekommen. So, dann vielen Dank nochmal an alle, auch an Trainer, Co-Trainer und vor allem die mitgereisten Fans, die hier eine schöne Stimmung auf die Anlage gezaubert haben. Ich wünsche euch einen schönen Nachhauseweg und schönes Feiern für den DSD. Ciao. Thank you.
Thank you.
Thank you.